an die Sitzgarnitur 140 Braun im Samtkreuz mit Beistehend in Spandau. So gut und lange Arm, wie noch nie gesessen. Abholpreis 1.195. Wir könnten den Fernseher doch auch auf die kleine Kommode von Tante Minna stellen, Papa. Und den Videorekorder? Ja, der kann ja im Regal stehen bleiben. Ah ja, der kann ja im Regal stehen bleiben. Und die Kabel? Die ziehen wir quer durch das Wohnzimmer, wa? Welche Kabel, Schatz? Ja, welche Kabel, Schatz? Ja, die, wo der Rekorder an den Fernseher mit dran hängt. Ach so, die hängen zusammen. Ja, weißt du, so ein Videorekorder, der lebt von Luft und Liebe. Ja, also wenn das so ist, dann stellen wir den Fernseher dahin, wo die Sitzlandschaft steht. Und der Sofa? Das, da ist doch noch Platz. Ja, da ist doch noch Platz. Am Arsch ist doch noch Platz. Sag nicht immer sowas, Papa. Die Leute gucken schon. Ah, die Leute. Weißt du, was sie mich können? Die können mich am Arsch lassen. Papa, die Leute. Aber wenn du deinen Schrank mit den Pokalen etwas weiter nach rechts rückst, was? Papa, dann könnte ich meine Blumen dahin rücken. Meine Pokale? Wegstellen? Und deine dämlichen Pflanzen? Lieber hack ich dir den Fuß ab. Papa, ich liebe dich doch. Sag doch nicht sowas. Was? Deshalb kann ich dir doch den Fuß abhacken. Papa! Ich wollte doch nur, dass wir glücklich sind und mit den neuen Möbeln nochmal von vorne anfangen. Wenn du mich suchst, ich bin draußen. Ess mir Würstchen. Warte doch, Papa. Da kommt gerade ein Verkäufer. Den könnten wir doch mal fragen. Entschuldigung, es ist mir sehr peinlich. Werte Frau... Mama! Sie haben sich doch da vorhin längere Zeit unseren Schlafzimmerschrank Brunautal in Fichte Dekor angesehen. Papa hat sogar innen alles ausgemessen. Wie soll ich sagen? Meine Kollegin hat im Teamschrank vorhin ein Mords-Otto gefunden und hat da ihren Herrn Gemahl in Verdacht. Was für ein Mords-Otto? Wenn Sie vielleicht einfach diese Beseitigungsrechnung in Höhe von 230 Mark unterschreiben würden, was? Betrachten wir von unserer Seite die Sache als erledigt. Ja? Was? Hat Papa schon wieder einen Schrank?